euch heute einen Make-up-Look vorschminken, den ihr dann zu Hause vielleicht ausprobieren könnt. Und dazu verwende ich dieses Laura Geller Schminkset. Und ich habe gedacht, mit diesem Kit schminke ich für euch diesen Look. Das ist so ein typischer Katzenaugen-Look. Also da sind wirklich, die Augen sind sehr dramatisch geschminkt. Ich finde es sehr passend, vielleicht mal am Abend irgendwo wegzugehen in die Disco oder irgendwann schön essen gehen oder so. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr diesen Look nachschminken könnt, dann bleibt doch einfach dran. Als erstes fange ich an mit dem gebackenen Lidschatten-Duo von Laura Geller und da verwende ich erstmal die helle Seite. Und ich habe das auf mein gesamtes Lid aufgetragen, einfach mit einem flachen Pinsel auf das bewegliche Lid und auch direkt unter die Augenbrauen. Dann als nächstes habe ich einen matten braunen Lidschatten verwendet, ist eigentlich egal welchen, und habe das mit einem weichen Verblendpinsel erst einmal ganz an der inneren Seite von meinem Auge appliziert und dann auch direkt in die Lidfalte. Das gibt dann eine wunderschöne Form, damit das Auge ein bisschen ja, mehr dreidimensional wirkt. Für diese Technik habe ich ein Stück Tesafilm verwendet und habe mir das am Auge angeklebt. Das ist jetzt nicht ein Muss, man kann es auch ohne Tesafilm machen, aber ich finde, das ist einfach total einfach und macht einfach diesen Katzenaugeneffekt sehr, sehr easy. Habe dann den Laura Geller Kajalstift gebraucht, das ist der ganz schwarze. Und das habe ich dann erstmal aufgetragen in meinem Auge, sehr, sehr nah an meinem Wimpernkranz. Also das muss nicht perfekt sein, weil wir werden das nachher noch verblenden. Aber ja, einfach mal eine schöne gesättigte Farbabgabe erzielen. Und dann habe ich dann den anderen Seite von diesem Stift verwendet, um das nochmal zu verblenden, dass man ein bisschen so diesen Smoky Eye Effekt hat. Und ja, für das ist diese Seite wirklich perfekt. Und da sieht man schon, die Form kommt schon so langsam hin zu diesem Katzenauge. Das habe ich dann nochmal abgedämmt mit dem schwarzen Lidschatten von dem Duo und bin dann einfach nochmal drüber mit einem Pinsel, damit das ein bisschen dunkel wirkt. Und ja, einfach gut verblenden. Das schaut dann so ein bisschen rauchig, ein bisschen smoky aus. Dann habe ich den Tesafilm einfach entfernt und wie ihr seht, ist das wirklich total leicht, dann diese Form zu erzielen. Als nächstes habe ich einen schwarzen Gel-Liner gebraucht, um diese innere Form zu kreieren für dieses Katzenauge. Und dafür verwende ich einfach einen kleinen Pinsel. Und wie ihr seht, verleiht das wirklich einen sehr speziellen Look. Bin dann direkt weitergefahren, habe dann wieder diesen Kajalstift verwendet auf dem unteren Wimpernkranz. Und habe das dann wieder ein bisschen verblendet mit dem Pinsel. Aber da könnt ihr auch wieder die andere Seite von dem Kajalstift nehmen, wenn ihr keinen Pinsel habt. Und habe dann nochmal diesen schwarzen Lidschatten darüber gegeben. Also seht ihr, das ist wirklich so dieses ganze Smoky Eye Effekt. Als nächstes habe ich dann die Mascara von Laura Geller aufgetragen. Und ja, seht ihr hier, wie ich das gerade drauf mache. Da könnt ihr sehen, also es gibt wirklich eine schöne geschwungene Wimpernform. Und habe das dann auch auf die unteren Wimpern drauf getan. Auf die untere Wasserlinie habe ich einen weißen Kajalstift gesetzt. Das macht das Auge optisch größer und bringt die Augen so richtig zum Strahlen. Concealer mache ich persönlich immer ganz zum Schluss. Das gibt so wirklich den perfekten Abschluss und habe dann einfach einen Creme-Concealer verwendet und habe das dann ein bisschen abgepudert, dass es alles gut hält. Auf den Wangen verwende ich hier einen rosa Rouge, ein bisschen Bronze. Und für die Lippen habe ich einen sehr dezenten Nude-Ton gewählt. Das ist einfach ein Lippenkonturenstift. Habe dann erstmal meine Lippen nachgezogen und sie dann eingefüllt mit diesem Stift. Und habe dann etwas Gloss darüber getan. Also das ist so ein bronze-goldener Gloss, finde ich, passt eigentlich ganz gut zu dem Look. Zum Schluss habe ich dann noch ein paar falsche Wimpern draufgeklebt. Ich finde, das ist so wirklich der spezielle Kick an diesem Katzenaugen-Look. Das macht das Auge nochmal wirklich sehr dramatischer. Da seht ihr jetzt, wie das aussieht, wenn das alles fertig ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal zuzuschauen und schminkt den Look mal nach. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!